Ich habe jetzt erstmal den Backofen angeheizt. Die Sahne, die brauchen wir nicht mehr. Der Deckel kann auch weg. Jetzt bin ich hier bei meinem Schiffzimmer. Wir haben noch Nudeln, wie gesagt. Wir haben auch ein bisschen Suppe von gestern. Das kann alles noch verwertet werden. Und dann räume ich das alles weg. Ja, so, ich mache immer erstmal mein Essen in den Ofen. Erstmal Essen fertig und dann fange ich an aufzuräumen. Manchmal mache ich das auch zwischendurch, aber meistens mache ich das, nachdem das Essen fertig ist. Damit das schon mal im Backofen ist, damit das fertig wird und ich nicht Zeit verschwende mit dem Aufräumen, weil das wäre ja verschwendete Zeit. Ich kriege da auch immer wieder Kommentare zu, oh, die Arbeit ist so unordentlich und es liegt alles rum und sie räumt das nicht weg. Nee. Ich arbeite zeiteffektiv. Das heißt, ich mache erstmal das Essen rein, möglichst schnell. Dann in der Zeit kocht das, wird fertig und dann kann ich, wenn ich wieder Freizeit habe, aufräumen, weil in der Zwischenzeit kocht das Essen und ist gar. Deswegen mache ich das. So, und das ist fertig. Das gehen wir zu. So können wir auch. Honig ist auch wieder da. Kann ich jetzt wieder Honig essen? Tue ich mal da oben hin. Und dann würde ich mich an das Abwaschen begeben. Butter kann auch weg. Naja, halbe Butter ist da drin, ne? Wollen wir ja jetzt Fett abwaschen. Und ja, ich weiß, das ist ein bisschen eng alles, aber jetzt seht ihr nicht viel, ne? Mal das Licht wieder anmachen, so. Und dann waschen wir mal ab. Und im Anschluss daran werde ich meine Videos weiter bearbeiten müssen, damit ich Platz habe für neue Taten. Ein bisschen leiser sein, Baby schläft. So. Das rein. Getrocknet und dann muss ich einen Schrank sauber machen, den ich von Schwiegertöchterchen von Emma, den haben wir da mitgenommen, den kann ich euch gleich noch mal zeigen. Den haben wir überlegt, dass wir den hier hin machen, weil der hat so einen Eckschrank mit dran. Oder ich mache nur den Eckschrank ab und mache den dahin. Deswegen habe ich ihn mitgenommen. Emma wollte ihn nicht mehr haben und ich aber schon. Das ist aus der alten Küche und die Küche muss ich auch unbedingt aufräumen. Ja. Ach, das sieht doch schon wieder aus. So. Und jetzt kann ich mein Dings reinmachen, meinen Auflauf da reinschieben. Ich muss auch den Backofen sauber machen, aber ich weiß, er sieht nicht lecker aus, aber ich habe keinen. Ich halte mir euch sehr peinlich darüber, aber egal. Ihr seht ja alles, aber ich habe keinen Backofenreiniger tatsächlich. Und deswegen ist das jetzt aber nicht so schlimm. Geht noch so. Und ich muss auch da oben einmal Staub wischen. Habt ihr sicherlich auch schon gesehen, aber egal. Ist alles egal, ist nicht schlimm. Hat keiner gesehen. So, jetzt wische ich hier mal Staub, nehme mal alles runter. Ich habe hier tatsächlich Staub gewischt, bevor ich weggegangen bin, aber dann nicht mehr. Na, hier habe ich noch so einen alten Kalender. Dezember 21. Ja, weil wir den tatsächlich auch noch brauchen, weil wir für die Firma manchmal so einen alten Kalender auch noch brauchen. Aber hier sind wir jetzt bei dem Tisch angelangt, von dem ich euch erzählt habe, beziehungsweise von dem Schrank. Also das ist der Eckschrank quasi. Entweder würde ich den hier so abschrauben lassen, weil der ist ja irgendwie so zusammen, und den in die Ecke quasi hängen in der Küche. Na, ich habe ja da so einen Eckschrank. Oder ja, wir machen das irgendwie anders, aber ja, das ist so zumindest angedacht, habe ich mir überlegt, weil ich habe keinen Eckschrank da, den hat mein Mann mir dann mitgebracht, beziehungsweise habe ich von meinem Sohn
mit herbringen lassen, dass ich das dann da in die Ecke mit anbringen kann. Ich finde, das ist eine gute Idee. Jetzt aber dient er mir hier als Drehtisch, weil ich hier richtig gut Licht habe. Und dann habe ich mir gedacht, ich setze mich dann hier hin. Das alles wird natürlich jetzt weggenommen. Der Kinderwagen kann hier bleiben. Das ist nicht so schlimm. Und insofern fangen wir mal an. Da hinten die Trommel da werde ich auch wegnehmen, weil das sieht man sonst unter Umständen beim Film. Genau, also ich werde mich jetzt hier mal so ausbreiten und den Tisch einmal sauber machen. Tief ist aber schon wieder weg, ne? Also ich weiß auch nicht, ob das schon wieder oben. Ich bin ja so ein bisschen planlos immer. Den werde ich jetzt einmal so ein bisschen oberflächlich alles mal mischen und dann nochmal gründlicher, aber dass ich da schon mal so den groben Schmutz weg habe, weil der war bei Emma im Keller und da war der auch nicht so richtig, aber ihr seht es nicht so wirklich, ne? So ist vielleicht besser, blendet nicht so und genau, einmal den groben Schmutz weg. Spinnenweben, das stand ja hier jetzt auch die ganze Zeit im im Büro, aber von der Rückseite ist es auch verschimmelt und insofern muss ich da einmal auch hier ran, werde aber mal die Kinderwagen wegnehmen. So und werde versuchen, den so ein bisschen abzuwischen. Werde ich den Lappen noch einmal abwischen. Werde ich mir noch mal frisches. Werde ich das noch einmal eben abwischen. So, ich kriege hier schon wieder die Nachrichten auf mein Handy gedonnert. Keine Ahnung, was das ist. Muss ich gleich mal gucken. Ich habe das inzwischen wieder nass gemacht, den Lappen. Einmal ausgewaschen. Und erstmal soll das reichen. Muss ich nochmal gleich hier mit dem Mop ran. Habe ich nämlich alles dreckig gemacht jetzt hier. Und dann würde ich sagen, wir können hier erstmal so ein bisschen arbeiten am Licht. Das mache ich mal wieder auf. Das kann auch nicht zu. Und dann hole ich mal, wische das einmal aus und dann ist gut. So. Das können wir hier auch noch mal gleich. Mein Spiegel hier auch irgendwie hin, aber das ist zu niedrig alles. Der Spiegel ist zu niedrig, den muss ich mir höher machen. Das heißt, ich brauche hier irgendwie so einen Karton oder so. Muss ich mal gucken. Oder nehme ich mal den Teppich hier. Gebetsteppich. So sieht sowas aus, falls das einer von euch noch nicht kennt. Ne? Da wird dann drauf gebetet. Kann ich auch eigentlich mal. Den soll man auch immer zusammenfalten, weil sonst die Engel immer da drauf bleiben. Deswegen soll man den zusammengefaltet hinlegen. Das ist übrigens noch mal eins meiner Kopftücher. Das hatte ich letztes Mal gesucht tatsächlich für die Feier, für die Hochzeit, aber ich hatte ja dann eins von Emmel bekommen. Und das wollte ich eigentlich umbinden. Die kann
will ja mal machen, Leute. Ich will ja mal machen, Gott. Ich hatte das schon mal gezeigt, wie das Ganze funktioniert, aber können wir ja noch mal machen. Also, das wird... Wer schreibt denn da die ganze Zeit? Und das wird... Ja, so hatte ich schon öfters gezeigt, ne? Wird in der Regel, also so laufen dann die Frauen immer in den Häusern hauptsächlich rum. Und das ist eigentlich auch ganz bequem, weil im Winter ist das richtig warm. Also einmal so drum. Ich habe hier keinen Spiegel, ich sehe nur meine Kamera. Im Winter ist das nämlich richtig praktisch. Und dann wird das da so oben hingelegt. Und so laufen dann die Frauen im Anatolien meistens in zu Hause. Die Älteren natürlich. Hey, ja. Ich habe das auch ganz oft gemacht früher. Im Winter ist das wirklich angenehm und rutscht auch nicht, weil das ist so ein Baumwollmaterial und das hält auch schön warm. Ich weiß nicht, ich habe hier nur so einen kleinen Spiegel, ja, ob das jetzt so richtig aussieht, aber so ungefähr ist das dann natürlich mit den selbstgemachten Rändern. Hier ist es ja nur maschinell gemacht, das ist ja nicht ganz so hübsch. Ja, oder man trägt es sonst auch, wenn man jetzt arbeitet oder wenn man kocht oder so, dann ist es ja schon auch so, dass es praktischer ist, wenn man es dann halt so macht. So kennt ihr das dann wahrscheinlich auch eher. So, na. So würde das dann getragen. Habe ich auch oft gemacht. Und damit das hier eben dann nicht immer beim Arbeiten so ins Essen fällt, würde man das dann auch nochmal hier drum hängen. Also hier oben drüber sozusagen. Das hält auch, das klebt richtig gut. Und hält sozusagen, dann fällt einem das nicht ins Essen. Ja, wie sehe ich aus? Na gut, ich räume da mal wieder auf hier und kann das ja mal ein bisschen umlassen. Der Spaß ist halber. Der Spaß ist halber? Des Spaßes halber natürlich. Mein Deutsch geht auch verloren, ne? Sieht doch gut aus, oder? Tageslicht. Ja, unser Rhododendron blüht, kann ich euch mal zeigen. Der war ja immer so ein bisschen, dass der so dahin vegetierte, aber der hat sich erholt, seit wir hier wohnen. Guckt mal, sieht doch schön aus, ne? Der kriegt hier überall neue Triebe, aber der ist natürlich angefressen noch trotzdem. Den müsste man wahrscheinlich einmal so ein bisschen kürzen und schneiden, aber der wirft weiterhin Blüten. Guckt euch mal den Rasen an. Das passiert halt, wenn man keinen Rasen mehr hat. Ne? Ja, ja, den Stuhl stelle ich auch mal wieder weg hier. Der kann hier hin. Wenn dann mal die Sonne scheint, dann könnte man sich hier hinsetzen. Obwohl tatsächlich es relativ mild ist. Also, na Miley, hau dir keine Zecken rein. Weil ich habe sie vorhin abgesucht, da war nichts. Bin ich mal guter Hoffnung, dass das noch hält, was wir ihr da letztes Mal gemacht haben. Ich weiß gar nicht, wie viele Wochen das her ist. Also einmal im Monat soll man das ja machen. Die haben übrigens immer noch keine Mail geschrieben, ne? Von Medplex oder Medpex oder wie das heißt. Ich hoffe, das kommt noch, weil sonst wird es an die falsche Adresse geschickt. Kann ich dann auch nicht ändern. Ist halt mein Fehler gewesen. Ich hätte ja die PayPal-Adresse rechtzeitig ändern können. Habe ich nicht gemacht und ich hätte auch nicht auf Bestellen klicken müssen. Habe ich gemacht. Also insofern mein eigener Fehler. Aus Fehlern lernt man. Kriege ich schon irgendwie wieder hin. Ne, Miley? Miley, nichts fressen da. Ist tatsächlich sehr mild, aber wenn ich mich jetzt hier hinsetze, dann kriege ich einen dreckigen Po, glaube ich. Ja, sieht ein bisschen ungewohnt aus, ne? Aber kein Problem. Wurf's mal mit Kopftuch. Ja, so bin ich früher sehr oft rumgelaufen, als ich noch in der Türkei gelebt habe. Aber ungeschminkt natürlich, ne? Heute sind wir ja, gestylt mit Kopftuch. Ja, aber das ist richtig praktisch, weil beim Kochen fällt dir kein Haar ins Essen und es ist auch alles weg. Du musst dir nicht immer die Haare aus dem Gesicht machen. Also es ist schon wirklich sehr angenehm. Vor allen Dingen auch schützt das dann vor der knallenden Sonne und im Winter ist es immer schön warm am Kopf. Also ich habe das immer gern getragen. Wie gesagt, hatte ich ja schon öfters erzählt. Es ist auch ein sehr schönes Kopftuch, finde ich.
Und ich habe auch echt mal wieder Lust, diese Ränder zu häkeln, weil das ist gar nicht so schwer, nur es ist halt eine Fummelarbeit und meine Gelenke wollen das alles nicht mehr, aber man könnte es ja mal wieder versuchen. Ja, vielleicht geht das ja, aber ich brauche keine Zeit, soll ich das noch machen? Ich will immer so viel. Na, jetzt gucken wir mal nach meinem Auflauf. So. Nee, nicht aufmachen. Der Käse ist noch nicht braun und deswegen müssen wir noch weiter warten. Ich denke, die Kartoffeln sind auch noch nicht durch. Ich habe die Haare schön. Naja, genau. Diese beiden Sachen hatte ich ja von Emmel mitgenommen. Das werde ich jetzt nach oben bringen. Und das tue ich mal dahin, wo meine Pinsel sind. Dann ist es hier auch weg. Automatisch ist das Ding ausgegangen und wir gucken mal, was das alles hier macht. Mal Licht wieder an. Ja, muss ich mal, so richtig braun ist es noch nicht, aber ich glaube, es könnte fertig sein. Ich werde mal Messer reinstechen. Gucken, ob das fertig ist. Bisschen bräunlicher. Ein bisschen muss da noch rein. Es ist noch nicht ganz egal. Ich dachte eben, ich hätte die Kamera an, habe ich sie wieder nicht angemacht. Idiot. Ich wollte euch das zeigen, aber es ist noch nicht ganz, also es ist noch ein bisschen hart. Deswegen lasse ich das noch mal ein bisschen drin. Ist ja auch noch nicht braun, deswegen. Ja, ich bin dabei, Videos zu schneiden gerade. Und werde das jetzt noch mal fortsetzen. Mir fehlen noch 3 Videos, die ich schneiden muss. Und ich bin richtig erstaunt darüber, dass mein Akku das alles so mitmacht. Und ja, jetzt kriege ich die nicht so hoch, ne? Bin erstaunt, dass mein Akku das alles mitmacht. Aber das werde ich jetzt mal weiter austesten. Das nächste Video werde ich einmal schneiden. Und ich glaube, dann sagt er, stopp, ich kann nicht mehr. Das ist ungefähr 7:45 oder so. Und genau, ich bin am Schneiden. Und ist das nicht ein schönes Bild? Passt zum Kopftuch. Ich glaube, das dürfte fertig sein. Ich hole das mal raus und dann gucken wir mal. Uiuiui, nicht so laut bitte. So, ich hatte eben geguckt und für gut befunden. Deswegen werde ich das mal anschneiden und dann kalt werden lassen ein bisschen, weil es ist extrem heiß. Bisschen Licht an vielleicht. Ah, das ist besser, ne? Müsste eigentlich gar sein. Ja, ist gar. Fehlt irgendwas? Ich weiß nicht was, aber ja, kann man essen. Ist nicht ganz so gut, wie es letztes Mal gelungen ist, finde ich. Irgendwie viel Salz und Pfeffer ein bisschen. Aber geht. Ganz gut. Ein paar Salami dazu. Ja. Ein bisschen Salami mit drauf. Ja, und kommt. So. Einmal. Die Nudeln muss ich eigentlich auch noch warm machen. Aber das ist viel zu viel. So. Ein bisschen Käse.
bisschen Suppe, würde ich noch warm machen wollen. Damit wir. Möchtest du noch Suppe dazu? Ein bisschen? Mhm. Ich bin mal eben warm. Ein, ich glaube nur noch eine Schüssel. Nicht in das Bild kommen, bitte. Da ist nur noch eine Schüssel. Wieder zurück. Mhm. Was ist da? Meine Suppe. Ja, ich möchte nämlich nicht. Mhm. Du kannst ja in die Mitte legen. Soll ich die warm machen? Fehlt doch irgendwas, ich weiß nicht, was irgendwas fehlt. Als Fati war das noch leckerer. So. So, fertig. So, ich muss jetzt mal eben meine Sachen hier in den Kühlschrank tun. Ich habe da noch ein bisschen was übrig, deswegen werde ich das mal jetzt auf dem Teller tun oder einfach auch mit dem Backpapier auf dem Teller tun. Dann habe ich das auch gleich mit bedeckt, dann brauche ich keine Alufolie und nichts. Und das würden wir dann einfach morgen nochmal wieder warm machen. Das werde ich einmal waschen. Und inzwischen ist es ja auch schon 10:30. Das heißt, wir können mal auch bald schlafen gehen. Ich habe die ganze Zeit noch recherchiert und meine Videos zu Ende geschnitten. Deswegen, der Kühlschrank sieht aus wie Chaos, weil da oben noch die Nudeln drin sind. Ja, ich werde hier mal ein bisschen aufräumen, weil das ist echt nicht schön da. Mal gucken, also die Nudeln isst jetzt bestimmt keiner mehr. Auch nicht mehr viel, aber hätte man natürlich essen können. So, die Milch natürlich mal unten. Bananen sind noch vom letzten Mal, die kann man eigentlich noch gut essen, ne? So. Butter. Siehst du, ich habe doch gesagt, ich habe noch eine Butter. Wusste ich doch. Mensch. So, tue ich mir hier mit rein. Und das ist noch die Butter vom letzten Mal, aber ich weiß nicht, ob die noch in Ordnung ist. Bis wann ist denn die haltbar? Lass mal gucken. Am 12.10. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ja, kann ich richtig lesen, ist aber auch egal. Lass ich hier erstmal drin liegen. Und was ist das hier eigentlich? Ich sag mal, Eiersalat von Pop. Das hat mein Mann sich gekauft. Mal gucken, wie lange der noch haltbar ist. Kannst du mal sehen, da kauft er sich Eiersalat. Der weiß auch, was gut schmeckt. Mal gucken, wo ist denn das Datum hier? Kann ich nicht lesen. Muss ich mir mal eine Brille holen. Egal. So, hier ist auch noch Butter. Ich habe gesagt, wir haben genug Butter. So, dann sind wir da hin. Decke raus. Das kann da unten liegen. Die sind noch in Ordnung. Banane auch. Schmand, Kuchen,
das schon mal wieder so ein bisschen geordnet. Ein bisschen Obst werde ich mal rausholen. Und dann mal essen. Und ich würde mal sagen, ich trinke was. Ich habe nämlich Durst. Nachdem wir dann hier abgewaschen haben, das mache ich auch noch mal eben. Das nehme ich mal alles weg. Erledigt. Ich mal wieder neu waschen. Apfelkuchen wieder in den Kühlschrank. Nee, das Essen. Wo tue ich das denn hin? Am besten da unten. So. Gut. Ein bisschen Obst schneiden. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich noch ein bisschen Haferflocken essen soll, aber eigentlich habe ich gar keinen Hunger. Ich werde lieber was trinken. Und ein bisschen Obst essen, das reicht. Genau. Das werde ich jetzt reinbringen, können wir ein bisschen was essen. Und ich würde sagen, dann gehe ich auch langsam schlafen. Es ist 10:45 und ich habe auch genug getan für heute. Ja, ich gehe ins Bett. Es ist
10:45 irgendwie so. Können wir mal die Gardinen zusammen zu machen. Und dann war es das aber auch heute. So, mein Mann bleibt in Hamburg heute. Der hat nämlich morgen früh einen Termin. Und das wäre Quatsch, wenn er erstmal wieder hierher fährt, da ich ja nicht alleine bin. Bleibt er in Hamburg. Alles kein Problem. Ich mache jetzt hier mal zu, wo ich das eigentlich auch hätte auflassen können. Mich stört das Tageslicht nicht, im Gegenteil. Ich finde das eigentlich auch ganz angenehm. Aber ja, wir können es jetzt so machen. So, und dann würde ich sagen, wir verabschieden uns für heute. Ich werde mir noch mal eben die Zähne putzen. Das Licht geht immer noch nicht. Ich muss unbedingt eine Glühbirne reinmachen. Ja, meine Lieben, das war's mal wieder für uns. Würde euch eine wunderschöne gute Nacht wünschen. Und bis morgen. Ihr seid irgendwie richtig verschleiert. Die ganze Zeit schon. So ist besser. Und genau, dann wünsche ich euch eine wunderschöne gute Nacht. Die Blumen habe ich übrigens heute Morgen gewässert. Und ihr wart die ganze Zeit nicht klar, ne? Kann ich nicht ändern. Da liegen noch meine ganzen Sachen. Die habe ich mich da hingeschmissen heute Morgen, als ich mein Video gedreht habe und die Mascara gesucht habe. Ich habe aber keinen Bock, das jetzt aufzuheben. Das mache ich morgen. Und ja, werde heute mal als Nachtcreme wieder diese Balea-Creme benutzen. Die Nachtcreme Balea. Und alles gut soweit. Meine Tochter ist noch unten. Baby ist nämlich noch am Spielen. Der ist noch nicht müde. Der hat eben was getrunken und ja, Fernsehen guckt auch keiner. Also weder ich gucke Fernsehen noch meine Tochter auch nicht. Den haben wir nur kurz angemacht, als der Kleine sein Medikament nehmen musste und nicht wollte. Da haben wir kurz Babylieder angemacht und haben auch gleich wieder aus, weil der guckt kein Fernsehen so gerne. Also das ist, das machen wir nur, wenn irgendwas ist. Wenn er Medikamente nehmen soll oder so. Ich habe mich heute Morgen auf die Waage gestellt und die hat 68,3 angezeigt. Und das, obwohl es schon Nachmittag war. Also habe ich ja noch nicht so zugenommen. Das ist wahrscheinlich dann wieder nur eine Schwankung gewesen bezüglich des Gewichtes. Das kenne ich ja schon. Ich habe auch nicht so viel Süßigkeiten gegessen heute. Ich habe tatsächlich nur den Apfelkuchen gegessen, ein Stück. Und mehr nicht. Oder? Wisst ihr da mehr als ich? Also ich glaube, ich habe nur den Apfelkuchen gegessen. Den habe ich euch immer noch nicht gezeigt, ne? Aber der ist so geworden wie immer. Ich habe es ja schon öfters gemacht. Nur, der ist jetzt ein bisschen trockener geworden, weil ich nicht ganz so viel Äpfel benutzt hatte wie sonst. Und ich denke mal auch, durch den Puderzucker ist das ein bisschen trockener geworden. Das würde ich mir so erklären. Aber das ist nicht schlimm. Also ohne Sahne war das nur tatsächlich schade. Sahne haben wir aber gekauft und mein Mannequin ist nicht nach Hause gekommen, sonst hätte er da noch ein Stück abbekommen. Genau, meine Lieben, wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht und bis morgen. Ich muss übrigens jetzt noch meinen Blog schreiben. Den habe ich entweder heute Morgen gar nicht angefangen und wenn nicht, dann mache ich das nochmal eben. Wünsche euch wirklich eine schöne gute Nacht und bis morgen. Tschüss, danke fürs Zuschauen.